Niedrigzinsen, Fluch oder Segen? Mein Name ist Sven Lorenz und in diesem Video werde ich dir erzählen, was es für dich mit den Niedrigzinsen auf sich haben kann, je nachdem, wo du stehst und vor allen Dingen, welche Fragen du dir darüber hinaus stellen solltest. Zunächst kann man sagen, die Niedrigzinsen haben wir schon seit ca. 15 Jahren und sie beeinflussen unsere Wirtschaft wie kaum ein anderes Thema. Einerseits natürlich auf der Schuldenseite, denn Staaten der EU, Staaten weltweit können sich natürlich zu extrem günstigen Konditionen neu verschulden, Kredite aufnehmen und damit natürlich ihre Staatsausgaben finanzieren oder alte Schulden, die teuer waren, zurückführen. Menschen, die Konsumwünsche haben, können sich über Ratenkredite günstige Konditionen einkaufen und plötzlich ihrem gesamten Konsumverhalten eine neue Dynamik verleihen. Das ist etwas, was Banken in gezielter Art und Weise dramatisch ausnutzen, um eine möglichst lange Kundenbindung zu erzeugen, aber eben auch, um Menschen im Rahmen dieser Kundenbildung in eine entsprechende Kreditspirale hineinzuziehen. Dazu habe ich schon mal eine Folge gemacht, die wir natürlich auch gerne hier in diesem Video für dich verlinken werden. Natürlich spielt es aber auch eine Rolle, wie du dein persönliches Investmentverhalten strukturierst. Denn du kannst natürlich, wenn du dich für das Thema Immobilienfinanzierung oder Immobilien interessierst im grundsätzlichen Sinne, unglaublich günstige Konditionen sichern, mit denen du dir jetzt Immobilien kaufen kannst, entweder als Kapitalanleger, weil du sagst, okay, ich kann mir jetzt im Prinzip eine Immobilie kaufen und ich bekomme jetzt für einen 15 Jahre Zinssatz unter 1%. Denn mit unter 1% hast du natürlich irre Möglichkeiten, die Tilgung hochzusetzen und damit diese Immobilie sehr, sehr schnell abzuzahlen. Im Vergleich, wenn du Zinsen hast in Höhe von 5% ungefähr, dann ist die Tilgungsrate meistens so bei 1-2%. Mehr verträgt häufig das monatliche Budget nicht oder die Möglichkeit der Einnahme von Mieterträgen. Das muss immer in einem gesunden Verhältnis sein. Aber wenn die Zinsen so niedrig sind, wie wir sie aktuell haben, dann kannst du dir natürlich eine hohe Tilgungsrate erlauben und die wird immer noch gedeckt von den Mieteinnahmen. Wenn du natürlich eine Wohnung oder ein Haus baust, was du zur Eigennutzung hast, ist es auch sehr, sehr günstig, dir jetzt eine Immobilie zu kaufen bei diesen sehr, sehr günstigen Konditionen. Das heißt, auf der Zinsseite hast du auch bei Krediten jede Menge Vorteile, die dir die Niedrigzinsen einräumen. Und wir reden hier in dieser Folge tatsächlich nur davon, was du davon hast. Dass Niedrigzinsen auf Dauer etwas sind, was die gesamte Volkswirtschaft und auch den Zusammenhalt einer Europäischen Union massiv schädigen können, das steht in einem anderen Thema oder das ist ein anderes Thema, was wir hier jetzt nicht beleuchten wollen. Was ist das allerdings auf der Investmentseite mit den niedrigen Zinsen? Da haben wir wohl mehr den Fluch zu verzeichnen als den Segen. Denn du bekommst natürlich auf deinem Girokonto keine Zinsen mehr. Ganz im Gegenteil, je nachdem, wenn du viel, viel Geld auf dem Girokonto liegen hast, hast du aller Wahrscheinlichkeit nach auch das Problem, dass deine Bank dich angerufen hat, um dir zu sagen, dass sie ab jetzt oder zumindest in naher Zukunft darüber nachdenken wird, Strafzinsen auf das Kapital zu erheben, was du bei der Bank auf dem Girokonto liegen hast. Und Unternehmen müssen das in der Regel schon seit einiger Zeit in Kauf nehmen und sind natürlich dadurch angehalten, Kapital, was sie eigentlich als Rücklage auf dem Bankkonto liegen haben, zu investieren, damit sie keine entsprechenden Strafzinsen bezahlen müssen. Oder sie machen mehrere Bankverbindungen auf, damit sie Freibeträge nutzen können, was jetzt auch nicht im Sinne des Erfinders sein kann. Das heißt, als Investor, als Geldanleger erwirtschaftet dein Kapital auf einem Girokonto aktuell gar keine Zinsen. Genauso ist es, ich hatte vorhin die Schulden angesprochen, wenn du in Rentenpapiere investieren möchtest. Das heißt, ein großer Anlegerteil möchte natürlich in der Strukturierung von Investmentstrategien, in der Investmentanlage, natürlich auch auf Zinserträge zurückgreifen. In der Regel gehen Investoren dabei auf sogenannte sichere Anlagen, also sogenannte Hochbonitätsanleihen, wie die zum Beispiel an der Bundesrepublik Deutschland über Bundesanleihen.
Anleihen zu, die natürlich mit einer hohen Bonität auch einen möglichst geringen Zinssatz haben und trotzdem etwas erwirtschaften. Das heißt aber aktuell bei diesem Zinsniveau ist eine Bundesanleihe praktisch in der Rendite für den Investor, für den Anleger unterhalb der Inflationsrate. Du verdienst also auch mit Anleihen aktuell keine nennenswerten Erträge auf dein Vermögen. Was bleibt dir also? Die Menschen denken über solche Themen nach wie Gold. Ja, und Gold, und das ist jetzt schon mal wieder spannend, Gold oder Edelmetalle prinzipiell, ob Silber oder Platin beispielsweise, die erwirtschaften gar keine Erträge. Also viele Menschen denken ja, wenn sie in Krisenzeiten, auch wie wir sie jetzt haben, in irgendeine alternative Investmentform flüchten, wie beispielsweise Gold oder andere Edelmetalle, dann haben sie irgendetwas, was sie dann verwerten können. Nein, können sie nicht, denn Edelmetalle erwirtschaften keinen Ertrag. Sie werden lediglich abgebildet als Preis pro Unze oder Preis pro Kilo oder wie auch immer du das nennen willst, aber sie erwirtschaften keine Erträge. Denn am Ende des Tages ist es natürlich, wenn du einen Goldbarren irgendwo liegen hast, egal ob im Tresor bei der Bank oder bei dir zu Hause im Tresor, du kannst dir vom Goldbarren nicht wirklich viel abschneiden, um dann vielleicht dafür Brötchen zu bezahlen. Das ist halt die andere Seite der Medaille, wenn du dich mit alternativen Investmentformen auseinandersetzt, die du im Zweifel auch zu Sicherungszwecken in Krisenzeiten eingekauft hast. Das heißt, der Fokus der Menschen geht momentan beim Thema Investment sehr stark auf wertorientierte Investments. Und da gibt es ehrlich gesagt nur ein einziges, was ich persönlich tatsächlich als solches empfinde, und das ist die Aktie. Das ist die Unternehmensbeteiligung. Warum? Weil Unternehmen echte Werte produzieren. Egal, ob das ein Auto ist, was produziert wird und dann verkauft wird und damit eine Marge für das Unternehmen fällig wird. Egal, ob du eine Versicherungsleistung einkaufst, dafür eine Prämie bezahlt und bei der Versicherungsgesellschaft eine Prämie, ein Überschuss aus dieser Prämie entsteht und die dadurch Gewinn machen. Egal, ob du Strom verbrauchst und beim Stromförderunternehmen dadurch auch eine Marge hängen bleibt. Unternehmen erwirtschaften solide Erträge. Und wenn du in ein Unternehmen investierst in Form einer Aktie und das Unternehmen einen Teil des Gewinnes dann an dich als Aktionär ausschüttet in Form einer Dividende, dann hast du so viel mehr als das, was du momentan an Niedrigzinsen auf dem Girokonto bekommst oder über eine Rententitel, über eine Anleihe bekommst. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft, die ich dir mit diesem Video mitgeben kann. Der Fluch der Niedrigzinsen bringt Menschen dazu, über alternative Investments nachdenken zu müssen, wenn sie sich bisher nur auf der Zinsseite bewegt haben, sprich im Rentenmarkt, im Anleihemarkt oder halt mit der Kapitalbunkerung, wenn du so willst, auf dem Sparbuch oder auf einem Tagesgeldkonto. Wenn du jetzt in Unternehmen investierst, wie Aktien, dann hast du eine viel größere Chance, gute Erträge aus diesem Investment mitzunehmen, zumal du in dieser Krisenzeit Aktien aktuell zu Preisen bekommst, wie du sie selten am Markt vorfindest, und das vor allen Dingen weltweit, weil sich diese Corona-Krise tatsächlich eben auch weltweit über alle Aktienmärkte erstreckt. Das heißt, die besten Unternehmen der Welt, die großartigsten Unternehmen der Welt, natürlich auch mit großartigen Wachstums- und Ertragspotenzialen für die Zukunft, bekommst du jetzt für einen richtigen Discountpreis, und deswegen macht es natürlich Sinn, in diesen Markt zu investieren. Aber, und das ist eine ganz wichtige Message an dich, nicht einfach mal nur so zu überlegen, du kaufst dir jetzt irgendwelche Aktien, die du schon immer cool fandest, sondern du musst natürlich genau hingucken, haben es diese Unternehmen verdient, dass sie dein Kapital bekommen, werden sie in den nächsten 10 Jahren genauso erfolgreich wirtschaften, wie sie das gegebenenfalls in den letzten 10 Jahren getan haben, oder musst du dir im Zweifel andere Unternehmen anschauen, und darüber spreche ich in einer meiner nächsten Folgen. Wonach schaut man, wenn man sich heute Aktien als Investment ganz konkret angucken will? Was sind die wichtigsten Parameter? Was sind die wichtigsten Kennzahlen? Woran kannst du deine Investmententscheidung für Aktien entsprechend begründen?
Ich bin fertig mit der Folge für heute. Ich hoffe natürlich, ich konnte dir zum Thema Fluch und Segen der Niedrigzinsen den ein oder anderen Augenöffner mitgeben. Wünsche dir jetzt bei allem, was du tust, großartige Erfolge. Und wenn du willst, dann kannst du natürlich diesen Channel hier abonnieren. Kannst auf die Glocke gehen, denn dann bekommst du immer dann, wenn es ein neues Video gibt, automatisch eine Information von uns. Und in diesem Sinne noch einmal dir einen großartigen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Thank you.